Alles klar. Welcome to Goldberg, Ligner and Scheister, sir. Da vorne ist die Sekretärin. Mr. Bellick, welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellick has arrived for his interview. Okay, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellick? Sure. Klar. Kannst du dich mal schneller bewegen, du alte Schlampe? Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim, you know. He's Mann, so ey. Warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. I always get nervous before interviews. Ich auch, ey. Und wie, ey. Ich bin sowas von nervös. Don't be nervous. He doesn't bite. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Das. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would go the extra distance. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Steh auf, wenn du bereit bist, und richte deine Waffe auf Goldberg. Drücke E, um aufzustehen. So, you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. A guy who looks at the world, sees problems. Ich höre erstmal, was er so redet. Sure. My problem is that people don't notice the decay in society. They leave the decay alone, and soon it's too late, so you have to pull the whole tooth. Yeah? I am the guy who goes around shaking people. For people, read society, read City Hall. I shake them, and I say floss. Get rid of the rotting flesh stuck in your teeth. Prevent decay. Mouthwash, you hear me? There's this cop. Good cop, but he thinks he's above the law. He's not. You wanna know why? Because the law is clear. I'm gonna crush him into dust. No one is above my judgment. You understand me? Okay. Here at GLNS, we're pushing things to the limit. We're on the front line, young man. A man I was recently with in this office. In this very der labert ohne Ende. You gotta fight for what is just in this world. You do. Anyway, give me an example of some time where you've worked as part of a team. I work alone. Was ist das jetzt, oder wie? Sure, okay. Stand up if you want to. Whatever makes you comfortable. So, are you gonna expand on that, or are you just gonna hang around like a chump? Whoa, hold on a second there, friend. We're lawyers. We don't need guns. Strong move, though, I gotta say. I like that style. Where are the files for your case against McCreary? Shit, they're on my desk. I never hurt anyone. I wouldn't be here. Knall ihn doch ins Gesicht, ja. Natürlich, dich verprügeln, Junge. Erledige Goldberg. Tut mir leid, dass ich dich killen muss, aber ne. So geht's. You didn't see anything, okay? Ich weiß, ich kann auch anders lösen, aber ich wollte ja ein bisschen Action machen und so hier, ne? Du kleine Schlampe. Hast das Alarm ausgelöst, ne? Bestimmt. Mann, jetzt habe ich schon 2 Sterne. Nein, das gibt's doch gar nicht. Nein, was mache ich? This place is a sin. Pardon me. Leben, super. Boah, wartet ihr schon hier? Mein Gott, ey. Verfickte Scheiße. Ich hau ab, ey.
Ich bin ein Bulle. Bitte. Stört mich bitte nicht bei meiner Verfolgungsjagd gegen die Bullen. Auch wenn ich selber als Bulle spiele. Oh mein Gott. Eine Stange. Ah. Hab ich dich erschreckt? Hab ich dich erschreckt? Ja, hab ich dich. So, bring die Akten zu Francis. Kann ich da hin? Ja, kann ich. Erinnert ihr euch noch, als wir hier waren und dann Leute hier drin hatten, dass die uns gekillt hatten mit Pumpgun und so alles drum und dran? So. Warte mal. Für die haben wir genug. So, 40. Und Granaten. Danke. This place is the real America. Thanks for your help. This is the real American place. Thanks for your help. Oh, ich hab alles kaputt gemacht. Das war nur mal so, ne? Wollte ich einfach mal gemacht haben. Oder wollte ich machen, geht auch. Bam! Bezieht euch bitte. Guck mal, ey. Die bremsen nicht mal, ey. Das ist so scheiße. Na klar, ey, wieder zu, ne? Wartet bitte, wartet. So, jetzt können wir weitermachen. Oh, und da war sogar ein Bulle. Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Wie erleichtert ich jetzt bin, ey. Weil der uns nicht gesehen hat. Super. Super, Junge, super. Dieses Auto hat so ein beschissenes Handling, ne? Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him. He's done. Whoa, music to my ears! A weight has been lifted. Here's your payment. Der ist da nicht durchgekommen. Voll Hammer, ey. Okay, dann... Ich guck mal nach, wie viel Uhr wir haben. 16 Uhr, okay. Dann lass mal zu Paint Spray gehen, damit wir mal abends haben, ne? Für Abwechslung und so. Ah, Little Jacob, okay. Cool Star, du bist ein echtes Fliegerass. Wir beiden sollten irgendwann mal nach Jamaika fliegen, okay? Easy. Okay, da wir einen Daumen hoch bekommen haben, guck ich mal nach, wie viel Sympathie. 85%, so muss es sein, ja, so muss es sein. Ich rufe einmal Lil Jacob mal an, um zu gucken, ob der uns auch was anbietet oder so. Weil, wenn er uns nichts anbietet, dann ist das scheiße, weil wir haben ja schon so viel Sympathie bei ihm. Keep clear. Was? Die Karre bleibt da immer noch? Wie hat er so viel ausgehalten? So, dann lass uns mal die nächste Mission für Francis machen. Boah, ihr habt sowas von Glück. Holland Knights. Sure, Ma, sure. Yeah, I've always been a good boy. You know me, Ma.
Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better, by any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off-the-boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vauxite and call me. Five G's. Okay. Ja, zwei Riesen sind natürlich ziemlich wenig, finde ich. Wenn er von uns ziemlich viel erwartet, ist zwei Riesen schon eindeutig weniger. Ziemlich wenig, auf jeden Fall. Und da würde sogar fünf Riesen schon hinhauen. Fünf Riesen, finde ich, ist auch ein sehr gutes Sümmchen. Ich brauche kein Radio, so, dankeschön. Ich habe bei GTA Series Videos auch gesehen, dass bei dieser Mission ein Trick geht, funktioniert, und zwar man kann sich, also es gibt zwei Varianten, wie man diese Mission macht, so vielleicht auch mehrere, keine Ahnung. Das erste wäre dann einfach mal so durchrushen, dorthin gehen und dort die ganzen Leute abknallen. Oder man geht auf dieses Gebäude, also diesen Kran. Und von dort killen wir dann die Leute. Aber da ich ja diesen Typen halt nicht killen will, rushen wir mal da durch, würde ich sagen. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Anyway, these projects all got the same layout, a staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Okay, dann gehen wir mal erstmal zu dem ersten Stock und killen wir mal dort. Upstairs for residents only. I know your white ass don't live in this shit. I can go where I like. Floor 2. Steht da sogar auch da drauf.